Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zur Kalendertür Nr. 17. Heute gibt es mal einen sehr interessanten Workshop. Und zwar möchte ich heute euch mal zeigen, wie man einen Blastbeat so würzt, dass er extrem brutal, extrem scharf erklingt. Und man macht es so, dass man anstatt die Bassdrum und die Ride zusammenspielt, also sprich in langsam und in schnell so. Benutzt man die verschiedenen Becken, die man an einem Schlagzeug hat, um dem Blastbeat seine richtige, krasse, heftige Brutalität zu bekommen. Und das klingt ungefähr in langsam so. Und da es halt im Schnellen nicht mehr möglich ist, zwischen all den Becken zu wechseln, switche ich zwischen dem Stack und dem Shiner. So lässt sich ein Blastbeat wunderbar würzen und er wird direkt schärfer, brutaler, lauter und klingt viel geiler, als wenn man ihn auf der konventionellen Art und Weise spielen würde. Somit ist das Video beendet. Ich danke euch fürs Abonnieren, ich danke euch fürs Zuschauen, Zuhören. Ich bedanke mich fürs natürlich Angucken und dann sieht man sich im nächsten Video wieder. Tschö!